Und es ist mir eine ganz besondere Freude, hier eine wunderbare Kollegin, eine Musikwissenschaftlerin von der Hochschule für Musik und Theater Rostock, Frau Professor Dr. Yvonne Wasserlos, zu begrüßen. Frau Wasserlos ist jetzt seit 4 Jahren in Rostock. Sie spezialisiert sich unter anderem auf das Thema Musik und Politik. Ein sehr vielfältiges, facettenreiches Thema, das gerade ganz besonders im 20. Jahrhundert zu einem wichtigen Teil des musikwissenschaftlichen Diskurses geworden ist. Und wir haben uns auch kennengelernt bei einer Veranstaltungsreihe. Ja, das war auch eine Ringvorlesung in Rostock, wo ich als Gast referieren durfte. Und es ging gerade um Musik und Totalitarismus. Und ich freue mich ganz besonders, dass Frau Professor Dr. Wasserlos den Weg von Rostock nach Berlin heute gemacht hat. Und sie wird heute über, also das Thema steht ja, also wissen ja alle, es geht heute um Felix Mendelssohn Bartholdy, aber in einem ganz besonderen Kontext, im Kontext des jüdischen Musiklebens in der NS-Zeit. Und wie ich gerade jetzt auch von ihr erfahren habe, sie leitet jetzt auch als wissenschaftliche Co-Leiterin das Zentrum Verfemte Musik, was in Mecklenburg-Vorpommern schon vor längerer Zeit gegründet wurde und sowohl pädagogische als auch wissenschaftliche Komponente vereinigt. Und Frau Wasserlos ist jetzt gerade für die wissenschaftliche Leitung dieses verdienstvollen Zentrums zuständig und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Ganz herzlichen Dank, Herr Nemtsov, für die herzliche Wort und die Begrüßung. Herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Schor, Ihnen beiden für diese Einladung hierher. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und etwas über Felix Mendelssohn Bartholdy vorzutragen, beizutragen und ja im Grunde auch diese ausgefallene Tagung in Frankfurt an der Oder von 2020 hier jetzt auf diese Art und Weise nachholen zu dürfen. Ich finde das ein wunderbares Format und freue mich sehr, jetzt hier zu sein und auch Sie präsent noch hier beobachten zu können. Ich werde eine knappe Stunde sprechen und danach haben wir auch noch reichlich Zeit für Diskussionen. Das ist vielleicht so als Ablauf vorweg nochmal der Hinweis. Herr Nemtsov hat es bereits angekündigt, es geht heute um Felix Mendelssohn Bartholdy und das kulturelle Gedächtnis in der NS-Diktatur 1933 bis 1945. Okay. Dankeschön. Vielleicht vorab noch mal ein paar Worte zu Felix Mendelssohn. Zwischen den Welten habe ich es genannt. Felix Mendelssohn einordnen und deuten zu wollen, bedeutet, sich mit einem vielschichtigen wie oszillierenden Phänomen der deutschen, inner- und außereuropäischen Musikgeschichte zu beschäftigen. Das Bild des Komponisten ist von Ambivalenzen durchzogen, die sowohl aus seiner Biografie als auch seinem Werk herrühren. Um Mendelssohns Stellenwert im kulturellen Gedächtnis und die Ausmaße seiner Damnatio Memoriae in den Jahren 1933 bis 1945 einordnen zu können, habe ich seine Rezeption in den Blick genommen. Rezeption und ihre diversen Perspektiven verstehe ich als wesentliche Voraussetzungen zur Verankerung oder Nichtverankerung von Personen oder Ereignissen in die kollektive Gedächtniskultur. Um die Deutung und Einordnung Mendelssohns aber anders zu fassen, das heißt nicht diachron, sondern synchron, bedurfte es systematischer Parameter. Sie bieten jene übergreifenden Ansätze, anhand derer sich eine Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Faktoren aufstellen lässt. Ihre Relevanz verschiebt sich jeweils mit den Zeitläufen und deren politische wie soziale Bedingungen. Bei einer systematischen Untersuchung dieser Rezeptionszugänge zu Mendelssohn habe ich 3 Felder identifizieren können, die man in der Rezeption immer wieder durch die Jahrhunderte, durch die Jahrzehnte vorfinden kann. Zum einen den Punkt der Identität, Felix Mendelssohn als Kosmopoliten zu verstehen, als deutschen, englischen, britischen Komponisten von beiden Seiten gleichermaßen beansprucht. Dann natürlich aber auch im Zusammenhang seiner jüdischen und seiner christlichen Identität.
Als zweiter Punkt Bildungsideal und Kompositionsästhetik des Werks. Und zum dritten Popularität und Kanon seines Werks. Für meinen heutigen Vortrag habe ich mich stärker auf die Punkte 1 und 3, also die Wahrnehmung seiner Identität und die Popularität seiner Werke, konzentriert. Beide Analyseansätze spielen in der Frage nach Brüchen und Kontinuitäten im NS-Regime eine stärkere Bedeutung für die Rolle, die Mendelssohn in dieser Zeit im deutschen, wie jüdischen natürlich, internationalen kulturellen Gedächtnis zukommt. Bildungsideal und Kompositionsästhetik kommen stärker in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg zum Tragen, was ich nur versatzweise streifen werde. Ich habe den Vortrag in 4 große Punkte gegliedert und werde zunächst, weil man das als Prozess verstehen muss, ein paar Worte zur jüdisch-deutschen Identität Felix Mendelssohns in der Rezeption im 20. Jahrhundert vor und nach dem Ersten Weltkrieg darstellen, damit man dann die Prozesse nach 1933 im NS-Staat besser einordnen kann. Das heißt, konkret habe ich da das Musikschrifttum auf der Folie der antisemitischen Verfemung Mendelssohns stichprobenartig mir angesehen. Der dritte Punkt, der Hauptpunkt für den Vortrag, sind sogenannte Spielräume und Nischen der Kontinuität. Denn die Frage ist natürlich, trotz Verfemung gibt es immer wieder Spiel- und Handlungsräume beteiligter Akteure, Akteurinnen, die natürlich auch Möglichkeiten eröffnen und da auch vielleicht das Handeln jedes Einzelnen, jeder Einzelnen auch nochmal in Frage stellt im NS-Regime. Wie hat man sich verhalten? Da habe ich 2 Unterpunkte herausgegriffen, halböffentliche Räume erzwungenermaßen, der Aufführung, der Rezeption der Mendelssohn-Werke im Jüdischen Kulturbund und öffentliche Spielräume dargestellt anhand des Violinkonzerts E-Moll. Und danach komme ich kurz auf die Zerstörung der öffentlichen Erinnerungsorte und natürlich auch immer im Hinblick darauf, diese Vorgänge in Deutschland von der internationalen Sicht beleuchtet zu sehen und auch entsprechende Reaktionen darauf noch einmal abzuklopfen. Um die Vorgänge, wie gesagt, um Mendelssohn nach 1933 besser einordnen zu können, lohnt sich vorab der kursorische Blick auf die Rezeption im 20. Jahrhundert vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigt sich in der Rezeption bereits die deutliche Wahrnehmung eines verlöschenden Bildes und Einflusses Mendelssohn für die Musikgeschichte. Der Komponist Eduard Levy reflektierte 1905 in einem Aufsatz über Mendelssohn und Wagner die Nachwirkung von Wagners Pamphlet »Das Judentum in der Musik«. Sie habe, so Levy, die künstlerische Existenz Mendelssohns auf, Zitat, »lange Zeit hinaus fast völlig vernichtet« und Mendelssohns Namen in unserer Zeit fast eine vernichtende Kritik werden lassen. Zitat Ende. Levy fasste die Klischees zusammen, die seit dem 19. Jahrhundert die Mendelssohn-Rezeption prägten. Süßliche Sentimentalität, Trivialität, formale, inhaltslose Glätte. Auch wenn die Einschätzungen Levys von der, Zitat, fast völlig vernichteten Existenz Mendelssohns, Zitat Ende, als zu harsch relativiert werden muss, so ist dennoch ein schwindendes Interesse an ihm im biografischen Schrifttum, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, zu konstatieren. Hier zunächst einmal farbig hervorgehoben die Schriften, die größeren Schriften zu Mendelssohn, die vor dem Ersten Weltkrieg erschienen. Sie sehen hier diverse Monographien verzeichnet, wenngleich auch mit der Biografie von Ernst Wolf von 1906 sich im Grunde die einzige Schrift hier herausstellt, die ausschließlich Mendelssohn fokussiert. Mit den Biografien von Martin Jacobi von 1915 und später dann noch von Walter Dahms 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, sind damit die letzten beiden deutschsprachigen Großschriften zu Mendelssohn bis 1945 zu nennen. Nach 1918 ist interessant, dass es sich hier um eine Verschiebung größerer Buchproduktionen zu Mendelssohn in das europäische und US-amerikanische Ausland handelt. Stellen die 1920er Jahre zwar auch hier eine prinzipiell eher tote Zeit der publizistischen Mendelssohn-Rezeption dar, so nimmt sie außerhalb in Deutschland im Verlauf der 30er Jahre und 40er doch deutlich und erneut an Fahrt auf.
Erste Radikalisierungstendenzen gegen Mendelssohn lassen sich nach 1918 gehäuft feststellen. Zu diesem Zeitpunkt tritt ein neues Moment der Rezeption hinzu, nämlich Mendelssohns Diminution durch Ausblendung. Es gibt hier einige Werke, Überblicksdarstellung vor allen Dingen oder auch Populärliteratur, die neue Haltung zu Mendelssohn zeigen, dazu jetzt mehr. Mit Anton Meyers 400 Seiten starker Geschichte der Musik von 1928 lag eine Überblickspublikation vor, in der Mendelssohn noch nicht mal mehr erwähnt wurde. Gleiches gilt für Publikationen zur Lokalhistorie, die als Orte seines Wirkens zu gelten haben. In dieser Broschüre der Stadt Düsseldorf von 1931 wird Mendelssohn im Kapitel Die Musikstadt Düsseldorf im Gegensatz zu Schumann und Brahms nicht mehr genannt. Andere, auch nicht deutschsprachige Autoren, zeichneten ein eher kritisches Bild. Sowohl in der Geschichte der Musik von Alfred Einstein als auch in der im englischen Sprachraum weit verbreiteten Music in Western Civilizations von Paul Henry Lang von 1941 findet sich der Vorwurf des romantischen Klassizismus, der sich in der progressiven Epoche der Romantik, so heißt es dort, als retrospektiv erwiesen habe. Paul Henry Lang deutet dieses als Ergebnis der konfliktscheuen Persönlichkeit Mendelssohns, die sich ebenso in der Superficiality, also in der Oberflächlichkeit seiner Musik, ausdrücke. Zitat Ende. Wichtig für die Mendelssohn-Rezeption nach 1918 ist neben der zunehmenden politischen Aufladung die Auseinandersetzung mit seiner jüdischen und seiner deutschen Identität als Bewertungsansatz. Walter Dahms argumentierte 1919 in seiner letzten großen Biografie in deutscher Sprache, dass das Jüdische keine Sache der Religion, sondern der Rasse sei. Zitat Ende. Mendelssohn sei als weniger durch die Konversion, sondern durch seine Sozialisation in einer deutschen Kultur als deutsch an. Dort heißt es relativ zum Schluss der gesamten Biografie: Mendelssohn dagegen, im Gegensatz zu Meyerbeer, dem er ihn vorab gegenüberstellt, ist der einzige große und ernste für alle Zeiten bleibende Meister, den die Juden der Musik geschenkt haben. Seine Musik hat deutschen Charakter. Ihn aus der Reihe der deutschen Meister auszuschließen, wäre eine Verblendung, die nur aus einer gründlichen Verkennung des vielseitigen Wesens des Deutschtums zu erklären wäre. Noch ist keine endgültige Formel für das Deutsche gefunden worden. Also man sieht auch hier eigentlich schon direkt so eine Übergriffigkeit, eine Übernahme einer anderen Kulturvorstellung übergestülpt auf hier etwas, was deutsch sein soll, was immer damit auch gemeint sein mag. Die Betonung des Deutschen hier bei Dahms kann aber auch dahingegen verstanden werden, dass Dahms Mendelssohn als Anker und Haltepunkt in den Wirren nach der Revolution 1918 und den Aufbau eines neuen nationalen Bewusstseins verstehen wollte. In einem längeren Kapitel in dieser Schrift, Mendelssohn und die Zeit übertitelt, projizierte Dahms seinen Wunsch nach der Wiederherstellung der alten Ordnung offensichtlich auf den, wie er ihn nennt, Aristokraten Mendelssohn, an dem er gerade das Fehlen, wie er schreibt, leidenschaftlichen Aufbegehrens schätzte und das in diesen Wirren der Zeit eine wohltuende Ruhe verströme. Es ist offensichtlich also, dass er eine neue Mendelssohn-Bewertung anstoßen wollte. Hier nochmal ein Ausschnitt. Es fragt sich nur immer wieder, wie steht die Zeit zu ihm, zu Mendelssohn? Eins ist sicher, die Zeit seiner Unterschätzung ist vorüber. Das Gewissen der Künstler hat begonnen, sich zu regen, wo der Laie noch nie zu lieben aufgehört hatte. All die Übersättigten und Enttäuschten, die sich im Irrgarten der Moderne müde gesucht haben, fühlen die stärkende Kraft einer gesunden, gerade gewachsenen und strengen Kunst. Sänger, die sich nach der Kantilene sehnen, greifen zu seinen Liedern. Die Pianisten empfinden nach stürmischen Virtuosenfesten den Zauber einer unchromatischen, lichten, halkionischen Klavierpoesie. Die Dirigenten huldigen dem Symphoniker noch mehr, aber dem Ouvertürendichter. Und im Revier der Laienkunst, dem Chorgesang, werden vor Mendelssohns Oratorien immer neue Altäre errichtet. Gerade die Oratorien werden noch im Verlauf heute Abend hier eine Rolle spielen.
Diese letzte deutschsprachige Biografie von 1945 zeigt den möglichen Umgang mit Mendelssohn als eine mehrschichtige, durchaus widersprüchlich zu verstehende Persönlichkeit auf, an der sich im Grunde auch Projektionen festmachen lassen, Zeitbedürfnisse auf diesen Komponisten zu übertragen und etwas natürlich vor einer gewissen Schablone oder durch eine gewisse Brille, eine nationale Brille, wie sie Dahms meiner Meinung hier aufsetzt, in der Rezeption Mendelssohns wirksam werden zu lassen. Am Ende der 1920er Jahre sind Bestrebungen zu beobachten, das Jüdische positiv zu wenden. Etikettiert wird Mendelssohn nun als herausragender Vertreter einer jüdischen Musik und typische Erscheinung des Juden in der musikalischen Romantik. Als Beispiel soll der dem Zionismus nahestehende nichtjüdische Musikwissenschaftler Heinrich Lott, der häufig unter dem Pseudonym Heinrich Berl veröffentlichte, als kurzes Beispiel dienen. Er kam 1929 in einem Artikel in der jüdischen Kulturzeitschrift Menora auf die Klischees der, wie er sie nennt, Schulästhetik zu sprechen. Deren Verständnis stünde Mendelssohns Werk symbolhaft für die jüdische Musik. Diesen Einordnung versuchte Lott mit dem Begriff des Lyrismus zu begegnen. Ich zitiere Lott, Heinrich Berl. So verstehen wir den Vorwurf der Sentimentalität und Trivialität in seiner Tiefe ebenso entgegensetzt wie alles Vorhergehende, aus dem Lyrismus des Juden. Mendelssohn ist dafür das sprechendste Beispiel, weil zugleich auch das erste in der deutschen Musik. Der andere Vorwurf, er sei kühler Formalist und Klassizist gewesen durch seine Liebe zu Italien und seine Zuneigung zu Goethe, trifft nur ein äußerliches, ähnlich wie bei Brahms. Mendelssohns weiche, weibliche Natur hatte zur strengen Form kein innerliches Verhältnis, so wenig wie es ein anderer Romantiker hatte. Also man versucht im Grunde Parallelisierungen hier herzustellen, Stereotype dieser kleinen Formen auf eine weiche, weibliche Natur zu übertragen und im Grunde durch Parallelen so eine Verallgemeinerung herzustellen und Mendelssohn zum Beispiel eben in diesem Kontext mit Brahms in diesem Fall in eine Reihe der romantischen Komponisten zu stellen. Den sogenannten Lyrismus deutete Berl aber als zentralen ästhetischen Zugang der Juden zu jeglicher Form von Kunst und definierte ihn an anderer Stelle in seinem Aufsatz als Ausdruck einer, Zitat, jüdischen Rassenpsyche. Fügt also diesen Begriff im Grunde schon in diese Rezeption hinzu. Lotts Einlassungen zeigten gleichwohl die fortbestehende Hilflosigkeit, die Mendelssohn langfristig anhaftenden Stereotype abschütteln zu wollen. Stattdessen wurden Klischees mit Klischees beantwortet. Die weitere Bewertung Mendelssohns unter rassischen bzw. dann rassistischen Kategorien befeuerte im Ausgang der Weimarer Republik Richard Eichenauer mit seiner Schrift Rasse und Musik von 1932. Den, Zitat, Mangel an Schwergewicht, Neigung zum Glänzen, Virtuosen, auffallende Frühreife sowie ein Hang zum salonhaft glatten Untiefen bei Mendelssohn, schrieb er den, weiter Zitat, körperlichen Zügen der vorderasiatischen und der orientalischen Rasse als den Hauptrassen des Judentums zu, Zitat Ende, die nach Eichenauer Mendelssohn in sich beide vereine. Die unsägliche Eichenauer Schrift blieb nicht ohne Resonanz. Nach 1933 beriefen sich zahlreiche Publikationen zur musikalischen Rassenkunde auf sie, bot sie doch in ihrer Reduktion von Kunstästhetik auf rassische Herkunft für einige Kulturbeflissene anscheinend eine simple Erklärung für die ambivalente Mendelssohn-Rezeption der letzten Jahrzehnte. Soweit der kleine Vorspann, um, wie gesagt, diese Prozesse im NS-System besser verstehen zu können. Unter allen Komponisten, die durch die NS-Machthaber als jüdisch, wie auch immer das zu handhaben ist, kategorisiert und nachfolgend verfemt wurden, stellt sich der Umgang mit Felix Mendelssohn für die NS-Propagandamaschinerie als kaum zu handhaben dar. Dies zeigt sich in diffusen und uneindeutigen Haltungen zum Komponisten, die im Musikschrifttum nach 1933 vorzufinden sind. Hier eine kleine Auswahl.
die ich in der Art und Weise getroffen habe, um jetzt verschiedene Punkte der Rezeption beleuchten zu können. Man kann sicherlich noch mehr Beispiele finden, um das ein bisschen quantitativ noch weiter auszuführen, zu unterfüttern. Man kann sicherlich aber auch noch andere Nebenaspekte finden, aber das waren in der Auswertung dieses Musikschrifttums Publikationen, in denen wesentliche Gedanken und auch Reaktionen aufeinander zu finden sind. Diese Schriften nämlich bieten gleichsam ein Tableau der internen politischen Deutung und auch Diskreditierung von Wissenschaft bzw. Pseudowissenschaft untereinander. In der Fortsetzung der Thesen Eichenauers wurde nach der Machtübernahme der Versuch unternommen, Mendelssohns Kompositionsästhetik in erster Linie rassistisch zu deuten. Ernst Bücken wies 1937 in seiner Schrift Die Musik der Nationen als Grund für eine, Zitat, gewisse Eintönigkeit Mendelssohns oft leierig werdende Rhythmik aus. Zitat Ende. Auch Robert Pessenlehner bezog sich in seiner Schrift Vom Wesen der deutschen Musik ebenfalls von 1937 auf Mendelssohns rhythmische Struktur. Er bemängelte das Fehlen von Synkopen, was symptomatisch für jüdische Musik sei und daher eine, Zitat, allmähliche Umwandlung des arischen Rhythmusgesetzes in ein außerarisches bedeute. Man fängt schon dabei an zu stottern, weil es einfach unsäglich ist, natürlich musikästhetische Prämissen mit rassistischen oder biologischen Kriterien übereinanderpressen zu wollen und dann natürlich einfach indiskutable Gedankengebäude nur daraus entstehen können. Solche rassistischen Einschläge gingen einigen Parteigängern jedoch nicht weit genug. In ihren Augen trugen sie zu wenig Aggressivität in sich, wofür die Autoren wiederum an den öffentlichen Pranger gestellt wurden. Hans Meersmann mit dieser Schrift Eine deutsche Musikgeschichte hatte im Mendelssohn-Kapitel sich auf biologische Aspekte gestützt, um einen Verfall nachzuweisen. Bei Mendelssohn seien mehrere Vorzeichen zusammengetroffen, nämlich Rasse, schöpferische Begabung, Überzüchtung und eine schon zur Dekadenz hinüberneigende Familienkultur. Als Resultat in Mendelssohns Komposition verwies er in den großen Formen auf einen, Zitat, Leerlauf, wie im Violinkonzert E-Moll der Fall, und verankerte seine Stärken eindeutig in der, wie er sie nennt, Kleinkunst. Aber auch hier wertete Mendelssohn im Vergleich mit Schubert und Schumann ab, indem Mendelssohns Lieder von einer, Zitat, anspruchslosen Unmittelbarkeit lebten. In einer anonymen Rezension in die Musik von 1936 wurde an Meersmanns Musikgeschichte deutlich gerügt, dass dort die Begriffe, Zitat, Blut und Rasse vollständig fehlten, was, wie Sie auch hier sehen, das obige Zitat natürlich widerlegt, und Meersmann zudem über weite Strecken in seiner Argumentation, Zitat, dem Juden Kurt Sachs gefolgt sei. Also auch hier wird entsprechend das Schrifttum unter gewissen Folien natürlich durchleuchtet und entsprechende Erwartungen, die dort nicht erfüllt werden, gleich öffentlich sanktioniert und im Grunde in diesen wissenschaftlichen Diskurs auch über die musikwissenschaftlichen Publikationsorgane ausgefochten. Hans-Joachim Moser wurde ebenso für seine zu geringe antisemitische Einstellung gerügt. In seinem Musiklexikon von 1935 hatte er gegen die musikpolitische Direktive versucht zu polemisieren, indem er mit deutschen Vertretern für Mendelssohn argumentieren wollte. Niemand hat ihn, Mendelssohn, stärker bewundert als Schumann, Brahms, Bülow und Reger. Das sollte jenen zu denken geben, die an Mendelssohn heute wegen seiner Rasse glauben, als Meister minderen Ranges herabsetzen zu dürfen. Auch hier, wie gesagt, wurde Moser dafür auch kritisiert, dass er überhaupt sich auch in einem Musiklexikon beziehungsweise auch in einer deutschen Musikgeschichte mit Mendelssohn befasse, denn Mendelssohn sei nicht mehr Teil einer deutschen Musikgeschichte. So hieß es eben von anderen Kritikern an diesem Werk. Im Hinblick auf die internationale, vor allen Dingen englische Repräsentation Mendelssohns wurde mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs psychologische Kriegsführung betrieben. Karl Blessinger bietet das Beispiel eines scharfen Antisemiten im Hochschuldienst.
Blessinger, seit 1932 NSDAP-Mitglied, war seit 1928 Professor für Musiktheorie und Musikgeschichte an der Hochschule für Musik München, wo er zwischen 1934 bis 1937 die Vorlesung Arteigene und Artfremde Musik mit Beispielen anbot. Diese rassistischen Denkmuster spiegeln sich permanent in seinen Schriften wider. So wertete er 1939 die englische Musikkultur antisemitisch fundiert ab. Speziell den Verlauf ihrer Musikgeschichte deutete er als Ausdruck, Zitat, innerer Schwächung des britischen Volkes. Begründung war, dass sich Johann Christian Bach, Joseph Haydn oder Karl Maria von Weber auf der Insel nicht in einem Maße gewürdigt worden seien wie Mendelssohn, was er als Strategiezug des Judentums interpretierte. So habe, laut Blessinger, seinerzeit Ignaz Moscheles in den 1830er Jahren Mendelssohn nach London eingeladen. Sein Auftritt habe zur Folge gehabt, dass die gleichzeitig stattfindenden Gastspiele deutscher Musiker, wie es Blessinger benennt, in der englischen Wahrnehmung an, Zitat, Bedeutung völlig zurücktraten und darüber hinaus das Neuaufleben der schöpferischen Tätigkeit in England in erster Linie im Zeichen einer Mendelssohn-Nachahmung gestanden habe. Als das wertete Blessinger auf der Basis des Kulturrassismus als ein Verfallszeichen, was ich hier, wie Sie sehen, im Aufsatztitel, das habe ich vorhin gezeigt, im Aufsatztitel Englands rassischer Niedergang im Spiegel seiner Musik natürlich auch deutlich widerspiegelt. Und im Grunde als Kristallisationspunkt für diesen rassischen Niedergang stellt Blessinger Felix Mendelssohn als Kristallisationspunkt heraus, an dem sich alles entzündet. Diese kurzen exemplarischen Schlaglichter zeigen diverse Rezeptionshaltungen im Musikschrifttum als Teil des kulturellen Gedächtnisses für Felix Mendelssohn Bartholdy auf. Ein Blick auf den Umgang mit seinen Werken in der Öffentlichkeit soll diese erste Einschätzung ausdifferenzieren, indem der Blick nun von der Leserinnenschaft auf die Hörerinnenschaft fällt. Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 wurden über den sogenannten Arierparagraf die Verdrängung jüdischer Beamter, jüdischer Angestellter im öffentlichen Leben, in der öffentlichen Institution und so auch jüdische Musikschaffende aus den jeweiligen Berufszweigen herausgedrängt und im Grunde mit diesem Gesetz legalisiert. Ebenso wurde die Teilnahme jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in den nächsten kurzen Monaten nach der Machtübernahme am Kulturleben stark eingeschränkt bzw. unmöglich gemacht. Als neuer Ort gründete der Arzt und Musikwissenschaftler Kurt Singer, der Regieassistent Kurt Baumann und der Dramatiker Julius Barb im Juli 1933 in Berlin den Kulturbund Deutscher Juden, beziehungsweise nachdem Deutsch nicht mehr geführt werden durfte, ab 1935 erzwungene Umbenennung in Reichsverband jüdischer Kulturbünde in Deutschland. Ihm folgten reichsweite Kulturbundgründungen, sodass um 1935 circa 36 regionale und lokale Kulturbünde mit etwa 70.000 Mitgliedern zu verzeichnen waren. Die Kulturbünde stellten eine erzwungene Möglichkeit zur kontinuierlichen Pflege nationaler, internationaler und jüdischer Kunst und Kultur dar, die aus dem offiziellen öffentlichen Leben des NS-Staats ausgeschlossen wurde. Im Vorfeld der Gründung schrieb Barb in einem Brief an den Schriftsteller Georg Herrmann über die Hintergründe dieser Gründung ein paar Zeilen, die im Grunde auch die Zustände für Juden zu diesem Zeitpunkt bereits in Deutschland offensichtlich werden lassen. So heißt es, was mich betrifft, so mache ich auch unglücklich den Versuch, den Ghetto-Winkel, in dem man uns ja unleugbar und ziemlich endgültig hineingedrängt hat, einigermaßen erträglich einzurichten. Mit Dr. Singer, der früher an der Städtischen Oper Intendant war, und einigen jungen Leuten habe ich einen Kulturbund Deutsche Juden geschaffen, der von allen großen jüdischen Organisationen getragen wird. Aber es soll auch für Musik, für bildende Kunst, für Vortragswesen allerlei geschehen. Auch eine Zeitschrift soll angegliedert werden. Dieser Kulturbund wird werdend hervortreten, sobald die hohe Obrigkeit, ohne die ja jetzt in Deutschland kein Spatz vom Dach fällt, ihr Einverständnis gegeben hat. Musik spielte im breiten kulturellen Angebot eine facettenreiche Rolle.
Vornehmlich ist auch hier eine soziale Funktion auszumachen, indem sie als Vorstellungsfolie von einer Nation und deren Wertstellung, Integration von Gruppen, Trost, geistige Flucht oder auch als Hoffnungsträger galt. Wie die Programme zeigen, wurde im reichsweit größten jüdischen Kulturbund in Berlin Mendelssohn mit Abstand am häufigsten, das heißt mit 60 Aufführungen in 60 Konzerten, vor allen anderen Komponisten sowie auch durchgängig von der Gründung 1933 bis zur Auflösung 1941 gespielt. Ich habe das jetzt einmal relativ grob nach Gattungen summarisch zusammengestellt. Und Sie sehen, dass am häufigsten sicherlich die Ouvertüren und die Sinfonien aufgeführt worden sind. Interessant aber auch hier, ich habe es deshalb auch ein bisschen schon herausgestellt, weil es gleich noch eine weitere Rolle spielt, ist doch eine zentrale Rolle, die der Elias spielt, immer wieder in diesen Konzerten. Das heißt, innerhalb von 15 Arienaufführungen sind allein 9 aus dem Elias und 2 Oratorienaufführungen gab es und es war beides mal Mendelssohns Elias. Das soll jetzt vielleicht für den Moment erstmal reichen, aber Sie sehen einfach, natürlich ist auch die ganze Bandbreite des Mendelssohnschen Övres hier vertreten. Durchaus gibt es aber eben natürlich auch einige Konzentrationspunkte, weil sicherlich auch diese Konzerte, wie gesagt, durch ihren sozialen Faktor die besonders populären Werke Mendelssohns wie die Hebriden-Ouvertüre oder vor allem auch die italienische Sinfonie immer gerne auf die Programmzettel nahm. Mendelssohn war im Grunde integriert in einen breiten Kanon von Komponisten, vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert, aus dem späten 18. und im 19. Jahrhundert und war eigentlich im Grunde neben diesen Komponisten der einzige Komponist mit jüdischen Wurzeln, zusammen mit Gustav Mahler, der aber hier im Grunde in Bezug zur Popularität den Gegenpol zu Mendelssohn mit den geringsten Aufführungen überhaupt in dieser Konzertreihe bedeutete. Und Beobachten hielt sich im Umgang mit Mahler, dass selbst diese Pflege Mahlers vorwiegend aus einem, wie es hieß, Pflichtbewusstsein herausgeschah. Dieser Hinweis überrascht nicht. Es war durchaus nicht Konsens, Mendelssohn oder Mahler als jüdische Komponisten zu verstehen. In der Arbeit des Kulturbundes und im Rahmen einer Neudefinition dessen, was jüdische Kultur zu sein habe, war eine Verunsicherung durch die aufoktroyierte Abgrenzung zum vom Staat definierten Judentum zu vernehmen. Lili Hirsch konstatierte, dass die Beschränkung auf, Zitat, jüdische Volkslieder und synagogale Liturgie als jüdische Musik zu einer Einengung führte. In Folge seien auch, wie sie schreibt, Meyerbeer, Mendelssohn und Mahler wieder für das musikalische Judentum toleriert worden, Zitat Ende. Folglich kristallisiert sich auch hier kein einheitliches Mendelssohn-Bild heraus, was die verschiedenen jüdischen Publikationsorgane zeigen, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte. Insbesondere die Musikwissenschaftlerinnen Anneliese Landau, Hans Nathan und Kurt Singer nahmen in ihren Artikeln und Vorträgen eine ambivalente Haltung zu Mendelssohn und seiner Rolle innerhalb der jüdischen Gemeinde ein. Sie sind einerseits Ausdruck der Selbstzensur, die natürlich hier auch griff, der die jüdische Presse im Grunde auch bis 1937 unterlag, bevor dann natürlich auch Publikationsverbote endgültig griffen. Das heißt, alles, was man dort liest, ist natürlich tendenziös und nicht frei formuliert. Andererseits ist trotz dieser Zensur aber auch unterschwellig die Komplexität des Findungsprozesses zu vernehmen, wie gesagt, was nach 1933 als genuin jüdische Kultur gelten sollte und durfte und sich eben auch hier in der Auseinandersetzung mit Mendelssohn bahnbrechen konnte durch verschiedene Perspektiven. Gleich zu Beginn der Arbeit des Jüdischen Kulturbundes hatte Anneliese Landau im Oktober 1933 in den Monatsblättern, das ist die verbandseigene Zeitschrift, darauf verwiesen, dass es, Zitat, falsch sei, aus einem verletzten Ehrgefühl heraus nun in einem verbissenen Trotz nach jüdischen Stileigenheiten bei Mendelssohn, Meyerbeer, Offenbach, Bizet, Mahler, Schönberg oder Milhaud zu suchen. Deutlich unterstrich sie, dass diese sich, Zitat, nicht als Sprecher ihrer jüdischen Rasse verstanden hätten, Zitat Ende. Landau nahm also Mendelssohns Werk unabhängig von seinem religiösen Hintergrund wahr.
Stattdessen schloss sie sich den bereits bekannten Stereotypen-Rezeptionsmustern der letzten 80 Jahre an. Felix und ebenso Fanny Mendelssohns Werke seien sprechende Kleinode einer empfindsamen Zeit, wie sie schreibt, in der man sich von italienischen Gondelliedern habe einwiegen lassen. Zitat Ende. Die Frage der Glaubenszugehörigkeit Mendelssohns bedeutete gleichwohl auch eine Demarkationslinie. Möglicherweise wurde von Jüdinnen und Juden einerseits eine Konversion als Makel oder vielleicht auch Mangel an Persönlichkeit eingeschätzt. Andererseits oder dadurch mitbedingt klang einigen Mendelssohn zu deutsch. Dies erfolgte in einer Zeit des Suchens nach einer eigenen jüdischen Musik, die für den wachsenden Zionismus als Identifikationsmerkmal dienlich sein sollte. Also wo das im Grunde auf eine nationale Ebene gehoben wird, zwischen deutsch und jüdisch unterscheiden zu wollen und gar nicht jüdisch-christlich vielleicht zu thematisieren. So versuchte Hans Nathan, Herr Nemtsov, Sie haben ja auch reichlich dazu publiziert, versuchte Hans Nathan nicht Mendelssohn, sondern Georg Friedrich Händels Judas Maccabeus und Giuseppe Verdis Nabucco als Identifikationsmusik für den zionistischen Gedanken einzuführen. Mendelssohn schied für ihn als authentisch jüdischer Komponist aus. Vielmehr benannte er ihn auf der Kulturtagung des Reichsverbandes der jüdischen Kulturbünde in Deutschland im September 1936 in seinem Vortrag Jüdische Orchester- und Kammermusik als, Zitat, reinsten deutschen Klassizisten, Zitat Ende. Generell war vielleicht auch Nathan eher der neuen Musik zugetan. Beispielsweise findet man ein Konzert von 1935, das er unter dem Titel Jüdische Musik unserer Zeit organisiert hatte und in dem unter anderem Zeitgenossen oder Komponisten des 20. Jahrhunderts erklang, wie Ernest Bloch, Darius Milhaud, Erich Walter Sternberg oder Alexander Krein. Der Blick auf die Gegenwart könnte auch den Blick auf Mendelssohn mitbedingt haben. In der Besprechung eines Konzerts, in dem Teile aus dem Elias zur Aufführung gekommen waren, erwähnte Nathan, dass Mendelssohn gegenwärtig anders rezipiert würde als von der älteren Generation. Standen dort noch gute Bildung und Ausbildung hoch im Kurs, so sei es mittlerweile die Vitalität von Musik, die sie besonders mache. Nathan sprach wie zahlreiche vor ihm dem Frühwerk Mendelssohns diese Vitalität aber ab, da hier die, Zitat, Extreme des Lebens nicht hörbar sein würden. Als rühmliche Ausnahme ließ er nur den Sommernachtstraum gelten. Um an Nathan anzuschließen und die Mendelssohn-Rezeption im jüdischen Kulturbund noch einmal zu schärfen, bietet, wie schon erwähnt, gerade der Elias erhellende Perspektiven. Es war das erste Oratorium, das im jüdischen Kulturbund überhaupt aufgeführt wurde, am 6. März 1934. Und nach diesem Tag fand jedes Jahr bis auf 1940 und auch mehrfach in einem Jahr fanden Aufführungen von Ausschnitten, vor allen Dingen, wie Sie hier sehen, von Arien, konkret Höre Israel und So ihr mich von ganzem Herzen suchend statt. 1934 und 37 wurde das komplette Oratorium unter der Leitung von Leo Kopf gespielt. Ungeachtet dessen, dass Mendelssohn darin Bezug auf das protestantische Christentum nimmt, wurde der Elias im Laufe der Zeit durchaus und zunehmend als jüdisches Werk rezipiert. Dies verdeutlichen Bearbeitungen der Musik und Umtextierung mit hebräischen Texten, die auch in den Synagogen erklangen. Ebenso wirkt diese modellhaft für neue Kompositionen innerhalb der Feiern in den liberaleren Synagogen in Deutschland. Als ein Zeitzeugeneindruck mag der Bericht des in die USA emigrierten Musikwissenschaftlers Alexander L. Ringer gelten. Er berichtete von der Aufführung des Elias im Jüdischen Kulturbund 1937, die er als 16-Jähriger miterlebt hatte. Rückblickend schilderte er den großen Eindruck des Werks auf die Gemeinde. In diesem Augenblick, so Ringer, hätten die Anwesenden geglaubt, ein jüdisches Werk eines deutschen Juden zu hören, in dem die Größe des Judentums besungen werde. Zitat Ende. Mag dies auch sicherlich als subjektiver Eindruck hinterfragbar sein, so ist doch zu bedenken, dass der Einsatz des Elias in der jüdischen Liturgie diese Projektion mitbedingt haben könnte. Im Gegensatz zu Nathan insistierte Kurt Singer darauf, Mendelssohn mit Händel auf eine Ebene zu stellen.
Händel apostrophierte er als den, Zitat, Meister, der sein halbes Leben der jüdischen Geschichte gewidmet und ihn zum begnadeten Musiker jüdischer Helden habe aufsteigen lassen. In Händels Chormusik hören wir die sublimierte Anteilnahme am jüdischen Leben heraus. Und er macht es sich dann einfach. Diese Parallele bezieht er genau auch auf Mendelssohn und sagt, dasselbe würde auch für Mendelssohn gelten. Das ist also ein einfacher Umkehrschluss, den er hier zieht. Prinzipiell ist Singer als ein Förderer der Werke Mendelssohns einzuschätzen. Hatte er einen großen Nachdruck für die Aufführung seiner Werke in Berlin hinterlassen, so setzte sich dies in den Niederlanden fort, wohin Singer 1938 emigriert war. In Amsterdam gründete er im jüdischen Kulturghetto unter dem Namen Van der Stichting einen neuen Kulturbund. Und auch hier dominierten im Programm die Werke Felix Mendelssohns. Abschließend ist zur Einordnung der Rolle des jüdischen Kulturbunds für die Mendelssohn-Rezeption festzuhalten, dass hier durchaus differierende Haltungen zu seiner Eignung als jüdische Identifikationsfigur existierten. Dennoch bot auch der Kulturbund einen, wenn auch erzwungenen Ort des Mendelssohn-Hörens. Zumindest für die Mitglieder blieb er durch die hohe Aufführungszahl wie auch die Diskussionen um ihn im Gedächtnis. Dem nichtjüdischen Teil der deutschen Bevölkerung hingegen sollte dies durch staatlichen Willen genommen werden. Ich komme jetzt auf die öffentlichen Spielräume anhand des Beispiels des Violinkonzerts. Trotz der Verfemung Mendelssohns, die qua politischer Direktive unter anderem in den Veröffentlichungen der Musikautorinnenschaft zu verorten ist, fanden sich einige musikalische Akteure und Akteurinnen, die einen anderen Kurs einschlugen. Dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass sich Werke, die für Mendelssohn kanonisch gelten können, wie die italienische Sinfonie oder die Sommernachtstraummusik, sowie auch das E-Moll-Violinkonzert, sich beim Publikum weiterhin ungebrochener Beliebtheit erfreuten. So war noch Ende November 1934 im Leipziger Gewandhaus, dann aber auch letztmalig ein Mendelssohn-Werk erklungen. Darauf komme ich gleich. Ebenso fanden auch anonymisierte Mendelssohn-Aufführungen noch statt. Beispielsweise hatte der Thomanerchor noch 1936 bei festlichen Anlässen im Reichsgericht Leipzig Mendelssohn ohne Namensnennung gesungen. Die antisemitische Diskreditierung Mendelssohns war demnach nicht direkt im öffentlichen Raum durchsetzbar. Es sollten andere Mechanismen zur Verdrängung daher greifen. Als einer davon ist die Auslöschung durch Überschreibung zu beobachten. Dass auch dies nicht unbedingt funktionierte, zeigt ein Blick auf die Neukomposition für den Sommernachtstraum in den frühen Jahren des NS-Regimes. Da das Feld bereits gut erforscht ist, möchte ich das nur ganz kursorisch zeigen, um vor allen Dingen dann auch den Umgang mit dem Violinkonzert dazu in Beziehung zu setzen. Mendelssohns Sommernachtstraum war bis 1935 noch verschiedentlich erklungen. Dazu gehörte die Aufführung von drei Sätzen zu Mendelssohns 125. Geburtstag im Februar 1934 durch Wilhelm Furtwängler mit den Berliner Philharmonikern. Im Frühsommer 1935 fanden zahlreiche Inszenierungen von Shakespeares im Midsummer Night's Dream mit der Bühnenmusik von Mendelssohn, bei den als reichswichtig eingestuften Freilichtspielen, so wie es in der Presse hieß, in Rudolstadt auf der Heidrichsburg statt, die unter der Schirmherrschaft des thüringischen Staatsministers Fritz Bechtler standen. Laut Kritik lösten diese Aufführungen, Zitat, allgemeine Begeisterung aus, Zitat Ende. Die Uraufführung der Sommernachtstraummusik von Edmund Nix ein halbes Jahr zuvor im September 1934 im Großen Schauspielhaus in Berlin geriet dagegen zu einem Desaster. Fritz Stege, seit 1930 NSDAP-Mitglied und im Kampfbund für deutsche Kultur tätig, kam nicht umhin, in seiner Kritik Parallelen zwischen Nix und Mendelssohn zu ziehen. Während er Nix Kompositionsversuche als Geistreichelei, wie es heißt, abwertete, betonte er, Zitat, Mendelssohns Werk als im Stimmungsgehalt einmalig, Zitat Ende. Trotz einiger Seitenhiebe, auch hier wieder gegen das Stereotyp der Sentimentalität, kam Stege zum Schluss, dass es niemanden, Zitat, zu Ehre gereiche, dieses künstlerische Meisterwerk anzutasten. Und Sie sehen es hier, im Grunde nachgewiesen sind mittlerweile circa 60 Neukompositionen
bei denen sich auch Rudolf Wagner-Regenie und Julius Weißmann haben kaufen lassen. Und letztlich erst zu einem späteren Zeitpunkt, 1938, setzte sich der Versuch von Karl Orff durch, der dann in der Oper Frankfurt uraufgeführt wurde und auch bis heute weiterhin aufgeführt wird. So viel vielleicht einfach ein paar Worte zu diesen Prozessen, wie man Musik, öffentliche Musik im Grunde verdrängen will, die natürlich irgendwo auch in den Köpfen und auch gerade jetzt in der Inszenierung beispielsweise mit Shakespeares Sommernachtstraum ganz eng damit verbunden ist, wie komplex und eigentlich unmöglich es ist, so eine Musik zu überschreiben und mit neuen Inhalten oder mit einer neuen Musik füllen zu wollen. Nun komme ich auf das Violinkonzert zurück und das ist jene Aufführung, die ich vorhin erwähnt habe, die als letzte eines Mendelssohn-Werks im Leipziger Gewandhaus stattfand, am 29. November 1934. Und zwar mit dem Gewandhausorchester unter Hermann Abendroth, der ja als Profiteur gelten kann, denn er ist der Nachfolger Bruno Walters, der eben aufgrund des Arierparagraphs aus dem Amt entlassen wurde und Abendroth nachfolgte. Kurt Stieler, der Gewandhauskonzertmeister, war damals der Solist. Und interessant ist eben diese Langlebigkeit des Violinkonzerts noch auch in den nächsten Jahren. Und wichtig ist hier, dass der ebenso auch sicherlich renommierte Geiger Georg Kuhlenkampf dieses Konzert noch weitere zwei Male, und zwar 1935, in Wiesbaden und Berlin aufführte. Und noch interessanter ist, und da haben wir gleich ein kleines Hörbeispiel, dass er im April 1935 noch für Telefunken eine Aufnahme mit dem Berliner Philharmonikern und Hans Schmidt-Isserstedt einspielte. Und da werde ich gleich noch mal ein bisschen weiter zu referieren, um aber einfach auch ein bisschen Mendelssohn hier erklingen zu lassen, möchte ich Ihnen diese Aufnahme, die ich finden konnte, Sie werden auch das Historische dann heraushören anhand der Audioqualität, vielleicht ja, die ersten zwei Minuten vom ersten Satz dieses Werkes in dieser Aufnahme von Georg Kuhlenkampf vorstellen. Wir müssen ein bisschen technisch umbauen und dann ist es gleich soweit. Das nur als kleiner Eindruck aus dieser Aufnahme, die gleich nochmal eine Rolle spielen wird. Denn anders als beim Sommernachtstraum sollte Mendelssohns Violinkonzert durch ein Werk seines Freundes und Zeitgenossen Robert Schumann ersetzt werden. Das lang zurückgehaltene Violinkonzert D-Moll, Werke ohne Opuszahl 1, war im Grunde Teil einer Kampagne, Schumann als einen der hervorragenden Vertreter deutscher Musik im NS-Leben installieren zu wollen. Darüber hinaus ist eine gewollte Rehabilitierung Schumanns zu vermuten, denn sein Violinkonzert war als sein letztes Orchesterwerk lang durch Clara Schumann zurückgehalten worden. Grund war ihre Annahme, dass sich Zeichen der psychischen Erkrankung Schumanns bereits darin widerspiegelten.
Auch in die Geschichte um dieses Violinkonzert war Georg Kuhlenkampf verstrickt. Er brachte es am 26. November 1937 mit den Berliner Philharmonikern unter Karl Böhm zur Uraufführung. Zur Inszenierung der politischen Bedeutsamkeit dieser Aufführung flankierten Reden von Joseph Goebbels und Robert Ley das Konzert. Trotz dieses propagandistischen Auftakts und auch einer Einspielung durch Kuhlenkampf im selben Jahr konnte sich das Schumann-Konzert nicht dauerhaft im Konzertkanon etablieren. Vielmehr wirkte aber der Faktor der medialen Erinnerungsspeicher zugunsten des Mendelssohn-Violinkonzerts fort. Der Schott-Verlag warb in seinem Katalog 1937-38 mit den Ausgaben für das Violinkonzert sowie einiger Lieder ohne Worte. Auch Telefunken wahrte sein wirtschaftliches Interesse. Bis Ende September 1937 fanden sich unter den Plattenerscheinungen noch Aufnahmen des Hochzeitsmarsches, der Hebridenouvertüre mit den Berliner Philharmonikern unter Leo Blech, das Scherzo e-Moll in der Orchesterfassung von Helm André sowie die erwähnte Aufnahme des Violinkonzerts mit Kuhlenkampf, die wir gerade gehört haben. Erst mit dem 1. April 1938 fielen Aufnahmen jüdischer Musiker und Komponisten endgültig unter das Veröffentlichungs- und Vertriebsverbot. Laut Michael Cater waren diese Aufnahmen allerdings, zumindest in Berlin, noch illegal erhältlich. Telefunken suchte indessen seinen eigenen Wirtschaftsertrag weiterhin mit Mendelssohn, und zwar auf dem ausländischen Absatzmarkt, zu bereichern. Wurden im deutschen Verlagskatalog 1939 sämtliche Hinweise auf jüdische Komponisten oder Musiker, Musikerinnen getilgt, ist die Aufnahme des Mendelssohn-Konzerts mit Kuhlenkampf im Exportkatalog weiterhin verzeichnet. Die Kontinuität der Mendelssohn-Werke in der Musikindustrie ist als medialer Speicherort zu verstehen, der zeigt, dass sich das Moment der lebendigen Erinnerung von der aktiven Performance im Konzertsaal zum passiven Hören im privaten Raum verlagerte. Dieser bot eine staatlich wenig kontrollierbare Nische der Rezeption, die lediglich durch soziale Anti-Haltung, das heißt gegenseitige Denunziationen, offensichtlich wurde und nachfolgend mit Sanktionen oder Strafen einherging. Ähnlich wie im Jüdischen Kulturbund reagierte auch das Ausland auf die versuchte Auslöschung Mendelssohns mit besonderem Interesse und Bemühen um die Wahrung seines Ansehens. Die Zensurmaßnahmen und Aufführungsverbote wurden relativ rasch durch das Ausland registriert und darauf reagiert. Herrschte im Reich Aktionismus zur Geschichtsverfälschung, Diminuierung oder Verdrängung Mendelssohns, so wurde dieser umso stärker in seiner Bedeutung für die internationale Musik- und Kulturgeschichte herausgestellt. In seiner umfangreichen Mendelssohn-Biografie von 1934 unterstrich Schema Kaufmann: "And in death he, Mendelssohn, is the victor. For the Germany which has substituted for his music the absurdities of Hans Pfitzner and Ludwig Roselius has caused the rest of the world to revalue his genius." Also es ging auch hier drum, Absurdities, Hans Pfitzner. Pfitzner war damals aufgefordert worden, auch eine Sommernachtstraum, Ersatzmusik zu komponieren, was Pfitzner aber abgelehnt hatte. Und interessant ist hier einfach diese Aussage Kaufmanns, dass durch dieses Verdrängen Mendelssohns oder das Ersetzen überschreiben wollen, im Grunde sein besonderer Wert, sein Wert als Genie nochmal dem Rest der Welt dadurch nochmal besonders bewusst geworden ist. Auch in Bezug auf die Zerstörung der öffentlichen Erinnerungsorte für Mendelssohn kam es zu internationalen Positionierungen. Dies betraf spektakuläre, sichtbare Momente der Abwendung von Mendelssohn in Form der Demontage seiner Denkmäler in Düsseldorf und Leipzig 1936 und ihrer Einschmelzung zu Kriegsmunition, die in Düsseldorf geschehen, oder zu Kerzenhaltern für das in Entstehung begriffene Richard-Wagner-Nationaldenkmal in Leipzig. Das London Philharmonic Orchestra, das in den Tagen nach dem Denkmalsabriss in Leipzig im Gewandhaus gastierte, wollte zunächst aus Protest seinen Auftritt absagen. Nach Verhandlungen fand das Konzert dennoch statt. Um ihre Ablehnung trotzdem zu demonstrieren, traten die Orchestermitglieder im Straßenanzug auf. In der nordirischen Presse erschien im Belfast Newsletter eine Meldung, die den Kulturvandalismus direkt im Hinblick auf die NS-Rassenideologie und ihre Umsetzung durch die Leipziger Behörden einordnete.
The Nazi drive against all that might be interpreted as a tribute to non-Aryan genius has had its effects on the civic authorities of Leipzig. A monument erected there in 1892 to the memory of Felix Mendelssohn Bartholdy, the famous composer, has been taken from its pedestal and smashed. Also auch hier nochmal ganz interessant, Tribute to non-Aryan genius, also im Grunde dieses Vernichten aller Erzeugnisse, aller Phänomene, die sich eben diesen arischen Geniehaften widersetzen oder eben ihn nicht widerspiegeln. Das ist etwas, was genau eben das Ausland im Grunde auf Mendelssohn projiziert und eben dieses Nicht-Arische als diese große Wertung aufzieht, um im Grunde auch diesen Abriss eines öffentlichen Gedenkortes hier zu konnotieren und eben rassistisch aufgrund der politischen Lage damals auch in Leipzig unter dem NS-Bürgermeister Hake, Rudolf Hake, der Gördeler in dem Augenblick vertrat und im Grunde der dieses Machtvakuum ausnutzte und diesen Denkmalsabriss im November 36 anordnete. Also es ist ganz interessant, dass diese Prozesse oder diese Vorfälle gleich auch mit diesen arischen, nicht-arischen Komponenten gedeutet werden. In den folgenden zwei Jahren bemühte sich das New York College of Music darum, das Leipziger Denkmal in die USA zu überführen und dort aufzustellen. Obwohl das deutsche Reichsinnenministerium der Ausfuhr zugestimmt hatte, lehnte die Stadt Leipzig die Herausgabe ohne schlagkräftige Begründung ab. Aller Wahrscheinlichkeit nach existierte die Mendelssohn-Figur zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Darüber hinaus hätte eine Aufstellung im Ausland als ein Statement für die ungebrochene internationale Verehrung des Komponisten gegolten und die Spannung zur Verbannung in Deutschland klar offengelegt. Also wenn es auch hier heißt, from its pedestal and smashed, man weiß nicht ganz sicher, was mit dieser Figur geschehen ist, dieser großen Bronzestatue. Sie sollte, wie gesagt, eingeschmolzen werden, kam aber in dieser metallverarbeitenden Fabrik nie an. Was wirklich damit passiert ist, kann man nicht mehr rekonstruieren. Bringen wir in die Gegenwart. Die Erinnerungsorte für Mendelssohn unterliegen einer merkwürdigen Dynamik. So wurde in Mendelssohns 200. Geburtstagsjahr 2009 in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember die von Karl-Heinz Klein gestaltete Bronzebüste aus dem Innenhof der Leipziger Hochschule für Musik und Theater entwendet. Da dies durchaus als symbolischer Akt verstanden wurde, war das Entsetzen entsprechend groß, auch beim Stifter dieser Büste. Die Medien verbreiteten einen Aufruf, der für Hinweise auf den Verbleib der Büste 1.000 Euro Belohnung in Aussicht stellte. Nach einem anonymen Hinweis bei der Kriminalpolizei Leipzig wenige Tage später fand sich die Büste unversehrt in einem Karton verpackt auf dem Friedhof Leipzig-Konnewitz wieder. Dass die Vermutung, es handelte sich um eine Aktion mit symbolischem Gehalt, durchaus zutreffend war, vermittelt ein beiliegendes Bekennerschreiben. Darin wurden die Leipziger Bürger dazu aufgerufen, Zitat, wachsam mit ihren Kunstwerken umzugehen, Zitat Ende. Bis heute konnte nicht geklärt werden, wer hinter dieser Aktion steckte. In den Dimensionen als symbolischer Akt wäre aber durchaus auch ein Kontext oder eine direkte Verbindung ins rechte Lager sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Und auch ein Blick hier auf Berlin. Fand im November 2019 die Zerstörung der Dauerausstellung zur Familie Mendelssohn in Kreuzberg in einer Kapelle auf dem Friedhof am Hallischen Tor statt. Da sind Schautafeln zerschmettert worden, also relativ vandalistisch wurde dieser Ort zerstört und als Hinterlassenschaft fand man an den Wänden Schmierereien mit Symbolen aus der rechten wie auch der linksextremen Szene. Also es ist nicht natürlich ganz eindeutig zuzuordnen, da können natürlich auch solche Übernahmen passiert sein, ja, dass dem einen oder dem anderen politischen Lager in die Schuhe schieben zu wollen. Aber schlussendlich ist auch hier wieder ein Ort im Grunde der Erinnerung zerstört worden. Ich komme kurz zum Schluss, Fazit. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Verfemung Mendelssohns im NS-Staat eine erstaunliche Kontinuität und Popularität seiner Werke gegenüberstand,
die eine kurzfristige Abschaffung unmöglich machten. Dazu trug bei, dass die Verankerung Mendelssohns im kulturellen Gedächtnis durch die Vielschichtigkeit seiner Person ebenso diverse Zugänge und eine Deutungsoffenheit ermöglichte. Das betraf den Faktor der Identität, die ebenso die Rezeption seines Werks betraf, sowie seine immense internationale Reputation. Dies führte insbesondere vor 1933 in der deutschen Rezeption zu widersprüchlichen Einschätzungen und Bildern. Dennoch trugen diese Widersprüche oder Pluralitäten, Multiperspektiven, wenn man es positiv einfach wenden möchte, trugen dazu bei, Mendelssohn unter verschiedenen zeitlichen wie politischen Situationen zeitgemäß deuten zu können. Darin ist er als ein Kristallisationspunkt zu begreifen, in dem sich Gedanken und Probleme der Zeit auch in der Musik, ihren Figuren und ihrer Geschichte wiederfinden. Der in der NS-Diktatur unternommene Versuch der Damnatio Memoriae Felix Mendelssohn-Bartholdys ist als die Klimax vorausgehender Radikalisierungsprozesse zu betrachten, das heißt jenes Moment, in dem die schon zuvor ins Wanken geratene Mendelssohn-Rezeption unter rassistischen Vorzeichen implodierte. Auch wenn die klingenden, die visuellen Erinnerungsorte an Mendelssohn aus dem öffentlichen Raum offiziell weitgehend verschwanden, bedeuteten doch der Rahmen des privaten Hörens, die Pflege seiner Musik im halböffentlichen Raum des Jüdischen Kulturbundes und auch die permanente Diskussion um Ersatzmusiken, dass Mendelssohn darüber auch in Erinnerung blieb. Schließlich weist die Suche nach einem Ersatz für etwas, das sich auch unter totalitär aggressiven Bestrebungen als unersetzlich erwies, auf die tatsächliche Tiefe der kulturell-gesellschaftlichen Verankerung Felix Mendelssohn-Bartholdys hin. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.